Umso mehr freue ich mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Als erstmal einen herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Umso mehr freue ich mich, dass du da bist. Beim letzten Mal war doch das Ding schwarz, oder? Ja, das war damals noch schwarz, jetzt ist es rot. Weil schwarz ist nur deutscher Meister, war doch so, ne? Nationaler deutscher Meister und das ist der internationale deutsche Meistertitel. Kann ich den internationalen deutschen Meisterschaft eigentlich so mit Europameisterschaft vergleichen, weil das ja auch international ist? Naja gut, also die Gegner kommen schon aus, können schon aus ganz Europa kommen und ja, mit gleichen Abstrichen ja. Oder? Ja. Du hast ja gegen einen Kroaten gekämpft. Richtig, ja. So, und beim ersten Mal gegen Ungarn. Quasi die Europameisterschaft des BDB, ja. Ja, ne, kann man, bist du, hab ich genau. Doch gar nicht mal so falsch gesagt. Ja, genau. So sieht der Kollege aus. So, erste Frage, was immer Menschen da draußen gerne wissen wollen. Ist so ein Ding, den ich behalten darf oder muss ich den abgeben beim nächsten Mal? Also es ist tatsächlich so, der ist eher wie so ein Wandergürtel, okay. Aber ich habe einen zu Hause, der dann original ist. Also ich kriege einen originalen zu Hause, den ich für immer behalten darf. Und das ist wichtig. Woher weiß man, dass das der Wander ist und dass der andere... Naja, so ein bisschen das Gold so schimmert da ein bisschen. Ach so, nicht ehrlich? Ganz so fresh, aber ja. Okay. Aber das ist ja auch materieller Wert. Ne? Kriegst du den jedes Mal, wenn du den Titel verteidigst, einen neuen? Nee, das nicht. Der bleibt erstmal bei mir. Keine Ahnung, irgendwann hat man 100, wenn du dann 10 Mal den Titel verteidigst, hast du 10 Gürtel zu Hause immer vom selben Verband oder von derselben Organisation. Ja, wir sehen das nachher. Er marschiert mit dem Gürtel in den Ring rein. Richtig. Und geht mit dem Gürtel wieder raus. Ja. So muss wenn es auch sein. Wenn er ihn gewonnen hat, sonst nicht. Ja. Könnte aber auch in die Hose gehen, weil man weiß, dein Gegner war ein sehr starker Gegner. Ja. Ja, muss man ja sehr sagen. Sehr erfahren auch, ja. Und sehr erfahren. Der hat ja sogar einige bekannte Champions herausgefordert. Da muss ich immer Thomas gratulieren, weil wenn wir im Ring stehen, also ich als Ringsprecher, ne, nicht kämpfen, nee, lass mal, ist nichts für mich. Wenn wir im Ring nämlich stehen, dann merkt man das sehr oft auch an den Zuschauerinnen und Zuschauern. Sehr oft immer gibt es diesen Spruch so, ach komm mal, schon wieder Fallobst. Ja, dritte Runde, irgendein ungarischer Kämpfer, der hat 200 Kämpfe gemacht, davon 198 verloren. Hier nickes. Weil ich habe manchmal Schiss, wenn Thomas seine Kämpfer dann in den Ring schickt gegen Gegner, wo ich dann sage, eieiei, da hat man ein bisschen Muffensausen. Aber finde ich auch gut so. Also ich finde es ja auch gut, dass es so ist nebenbei mal. Ne? Hat man dann jedes Mal auch einen anderen Blick auf einen Gegner? Naja gut, also man ist immer leicht angespannt, man ist konzentriert und man weiß, wie man gegenübersteht. Und man weiß, dass ein Schlag auch alles entscheiden kann. Also dementsprechend ist immer eine bestimmte Konzentration schon vorhanden und eine leichte Anspannung auch. Lieber Thomas, geht man da nicht eigentlich jedes Mal auch ein Risiko ein? Wenn man dann bewusst seine eigenen Kämpfer aus dem Boxstall wirklich an, ja, ich sag mal, riskiert? Ist ja die Besonderheit und dafür werde ich ja auch von einigen Promoterkollegen kritisiert, dass wir einfach diese Wahnsinns 50-50 Kämpfe eingehen und dann natürlich auch mal zu Hause einen Titelkampf verlieren. Hatten wir. Haben wir gehabt. Haben wir zweimal hintereinander gehabt. Alle haben gesagt, Mensch, Nissen, was bist du für ein Idiot. Aber den Zuschauern hat es gefallen. Ja, weil die dann vor allem gesehen haben, dass es ja wirklich ehrlich war. Die haben einen guten Kampf gesehen und damit ist es in Ordnung. Ja. Richtig. Wie viel Risiko geht ein Boxpromoter grundsätzlich ein? Du suchst ja natürlich auch Kämpfer, die deinen eigenen Kämpfer herausfordern sollen. Aber den nichtsdestotrotz musst du ja auch als Boxpromoter auch weiter denken. Du willst ja auch mit ihm vielleicht noch andere Kämpfe machen. Wie sucht man sich denn so einen Gegner aus? Was sind die Voraussetzungen? Naja, wir kennen den Markt. Es gibt ja von allen Videos. Also ich mache es so, ich weiß nicht, wie andere es machen. Ich gucke mit den Trainern und mit dem Boxer diese Videos und wir gucken uns aus, wer passt. Wo wir uns sagen, komm, das wird ein interessanter, schöner Kampf. Es bringt ja nichts, zwei Defensive aufeinander zu stellen. Stimmt, wäre langweilig. Oder zwei, die nur kloppen wie die Wilden. So, das ist das erste Kriterium. Und das zweite ist natürlich, dass der Boxer dann sagt, ja, okay, die Herausforderung nehme ich an. Wir zwingen niemanden. Also ich sag mal, ich schicke niemanden in die USA, dass er da kurz und klein geschlagen wird. Sondern wir besprechen das miteinander. Und das halten wir auch weiter so. Sehr interessant war auch diesmal, in diesem Fall muss man sagen, du hast sogar einen so ebenbürtigen, oder ihr wart euch so ebenbürtig, dass ihr sogar dieselben Kilos quasi auf die Waage gebracht habt. Genau, wir haben auf den Gramm genau die gleiche, das
perfekte Gewicht gebracht für super Mittelgewicht und das habe ich auch zum ersten Mal erlebt. Ich habe das noch nie erlebt, leider. Deshalb finde ich das umso mehr traurig, dass ich nicht dabei war. Auch die Größe und die Reichweite, ja, identisch, wie ein Klon. Ja. Wir haben einige tolle Bilder auch für euch daheim. Die hat der liebe Thomas nämlich mitgebracht. Wo war nochmal der Kampf letzte Woche? In Wismar. In Wismar, genau. Mhm. So, und nicht gleich irritiert sein, wenn es losgeht. Ihr werdet nämlich zuerst den Elvir sehen. Der hat nämlich seine Premiere gefeiert und danach kommt der Kampf von Sebastian. Das schauen wir uns mal jetzt zusammen an. Vier Runden im Untergewicht. Gerne mit dem gegen Zentro. Zum nächsten Kampf sagen? Im Korbach im November, so es die Regierung zulässt. Ja, auf jeden Fall, geiles Bild. Ja, lustig der Spruch. Willst du was zu deinem nächsten Kampf sagen? Nee, ich studiere. Fand ich geil. Darüber werden wir uns gleich unterhalten. Über dein Studium und so, finde ich mich sehr vorbildhaft. Vielleicht fangen wir gerne mal mit Elvia an. Elvia. Junger Kämpfer, dynamischer Kämpfer, sehr athletisch, aus Hamburg? Aus Oldenburg. Aus Oldenburg. Boxt jetzt für Hamburg. Krüser, 1,94 Meter groß, 88 Kilo, 25 Jahre alt. 6 Kämpfe, 6 K.O.s, Quote 100%. Sympathischer, offener Kerl, der technisch gut ist und einen Mordsschlag hat. Krüsergewicht. Ich denke, der passt zu uns. Dann freue ich mich, dass ich hoffentlich beim nächsten Boxevent ihn auch mal anmoderieren darf im Ring. Und was mir wieder aufgefallen ist, lieber Sebastiano, ich sag so, wieso tut er sich das jedes Mal und geht immer oder sehr oft über die vollen Runden? Ja. Schon wieder über die vollen Runden. Ja, richtig. Stehst du drauf, oder? Ich weiß nicht. Willst du immer die 10 Runden erreichen? Keine Ahnung. Nein, ein K.O.-Sieg ist natürlich auch immer was ganz Besonderes. Aber für mich war es erstens eine gute Erfahrung, mal 10 Runden zu gehen. Das ist ja wirklich eine lange Distanz. Das definitiv. Sind 30 Minuten Boxen, nach 3 Minuten immer mit 1 Minute Pause. Und ja, also ich fand es gut, mal diese Distanz zu gehen. Und ja, zweitens ist es immer wichtig beim Boxen, dass man trifft, aber auch gleichzeitig nicht getroffen wird und kein zu großes Risiko eingeht. Mhm. Und das habe ich so ein bisschen befolgt. Wenn ich deine Kämpfe immer sehe, muss ich auch an die alten, an die ältere Generation denken. Ja, es gab mal einen großen Henry Maske, der mal Gentleman genannt wurde. Von allen Boxern respektiert. Also ich kannte keinen, der ihn gehasst hat, auch keinen Fan, der ihn gehasst hat. Alle mal gesagt, der war immer fair. Ist das dein Vorbild? Ich finde, du bist so ein ähnlicher Typ. Also Henry Maske war auf jeden Fall ein guter Boxer und ich habe mir auch gern seine Kämpfe angeguckt. Ist ja auch Linkshänder gewesen, so wie ich. Aber ich finde, das ist allgemein wichtig, dass man fair boxt, dass man fair Sport macht, weil so kann man den Boxsport auch gut präsentieren nach draußen. Hast du ihn gut? Ich wollte schon was erzählen. Er ist so. Er ist kein Ohrenbeißer. Ist das Boxen so schlimm geworden? Jetzt die Frage an den Boxpromoter. Nein. Du kannst gerne auch darauf antworten. Nein. Also was schadet, ist dieses Klischee Boxermilieu. Mhm. Aber das ist an sich Unsinn, weil, also ich nehme nur mal die Region Hamburg, 98% aller Kampfsportler, und das sind sehr viele hier, sind alles vernünftige Leute, die Berufen nachgehen, nicht vorbestraft sind, nichts mit Drogen am Hut haben. Die größte Boxabteilung in Hamburg ist dieses Polizei-SV. Richtig.
So, und wenn dann irgendwo irgendwer mal also voll daneben tritt, dann ist das natürlich sofort was fürs Boulevard. Aber ich kann nur sagen, ich habe beim Boxen nur respektvolle, anständige Leute kennengelernt. Mhm. Was sagt der Boxer dazu? Nein, also ich habe beim Boxen auch so viele Freunde kennengelernt über die ganzen Jahre, wo ich dabei bin. Und natürlich gibt es im Boxsport alle möglichen Menschen, aber die gibt es auch in anderen Sportarten, mhm. beispielsweise im Fußball oder auch woanders. Und ja, Luis Suarez war auch ein Ohrenbeißer. Beim Tennis? Ja, stimmt. Wer hat denn beim Tennis was gebissen? Naja, wir wollen ja jetzt... John McEnroe hat nur geflucht und mit seinem Schläger nach dem Schiri geworfen, kann ich mich auch noch erinnern. Aber wir wollen ja jetzt nicht über Boris Becker reden. Nee. Den gibt es ja auch noch, stimmt. An den habe ich gar nicht gedacht. Ich habe noch vom Platz aus gedacht, der war auch... Aber Luis Suarez war auch ein Fußballer, auch Ohrenbeißer. Ja. Hat auch bei Italien zugebissen damals. War das bei Italien? Ja, genau. Ja, das musst du dann ja wissen, ne? Ja, ja. Ich weiß noch, wie ich immer gerne im Ring gestanden habe und alle Boxer mit ihren... Eingangshymnen reingekommen sind. Gerne jeder zweite mit Eye of the Tiger. Okay, damit ärgere ich immer die Boxer. Wobei, mit Eye of the Tiger machst du ja nichts falsch. Immer der Song ist cool. So, und dann fand ich immer lustig, wenn ich in den Katakomben mich dann mit allen Kämpfern, musst du dich kurz unterhalten, musst du alles aufschreiben als Ringsprecher, ja. Und dann fragst du den Trainer, mit welcher Musik wollt ihr da reinlaufen? Ja, du lachst. Und dann sagen die immer zu uns, ja, sucht euch einen Song aus. Und dann landen wir immer bei Eye of the Tiger. Und dann haben wir 20 Kämpfe und 15 Mann läuft Eye of the Tiger. Aber das ist ja zum Glück bei dir nicht der Fall. Nee. Du hast Stayin' Alive. Stayin' Alive das von Bee Gees. Wisst ihr? Das sorgt für eine lockere Stimmung. Richtig. Und man merkt sich das auch. Richtig, ja. Das ist das Gute. Lass uns mal kurz ein bisschen über die Zukunft reden. Frauenboxen war jahrelang mega angesagt. Mit Regina Halmich, richtig. Vor allem durch Regina Halmich, muss man sagen. Keine ja. Ahnung, wie vielfache Weltmeisterin war die? Ja, ständig. Ständig, ne? Sicher. Ja, genau. Auch wenn sie verloren hatte. und dann gab es Susi Kentikian. Und dann merkt man schon bei Susi, es ebbt langsam ab. Und dann sagt ein Thomas Nissen, weißt du was, wir versuchen trotzdem mit Frauenboxen. Mhm. Warum? Ich habe durch Zufall in der Tschechei Fai Fanarei kennengelernt. Mhm. Eine junge Thailänderin, die mit 5 mit Thai-Boxen angefangen hat, mit 11 nach Deutschland gekommen ist. Können Sie auch gerne mal kurz einblenden, während du es erzählst, ja? Ja. Damit man sie mal gesehen hat. Mit 11 nach Deutschland gekommen ist und dann, wir haben sie eingeladen, ihr Debüt in der großen Freiheit gemacht hat. Mhm. Da ist sie dann von Jürgen Blien ausgezeichnet worden mit dem Pauli Boxing Award für das große Talent. Das hat sie, weil sie ständig die Ringmitte besetzt, ständig unterwegs ist. So sieht der Pokal aus, der ist fast so groß wie Sie. Ja, ja. Sie hat die selektive Sehen und ist also unheimlich ehrgeizig. Mhm. Und hat ein Trainerteam um sich, das sind also positiv Verrückte. Sie hat inzwischen für Boxen im Norden 6 Kämpfe alle gewonnen. Und sie wird jetzt, sollte schon gewesen sein, sie wird jetzt, so die Regierung es erlaubt, am 21. November in Korbach bei Kassel die internationale deutsche Meisterschaft boxen. Mega. Ja, sie ist inzwischen auf Weltniveau, sie muss einfach boxen. Und wir haben als Gegnerin dafür keine geringeren als Daniela Graf. Da sind wir ja auch wieder verrückt. Ja, haben alle mega. Gesagt, Mensch, wie kannst du Daniela Graf nehmen? Das ist eine sehr erfahrene Boxerin. Die hat schon boxt seit 15 Jahren. Ja. Die hat gegen Leonie Giebel, gegen Suarez, gegen Christensen, gegen Susi Kentikian die großen Profikämpfe gemacht. Die ist 38 inzwischen. Und Fai sagt, ja, gegen die will ich boxen. So, der Promoter ist fast machtlos. Nein, wir machen diesen Kampf, weil das wird ein guter Kampf. Da freuen wir uns drauf. 21. November in Kassel. Dann drücken wir die Daumen, dass es auch am 21. Hoffentlich auch umgesetzt wird. Ja. Wird wahrscheinlich schwieriger. Also Frauenboxen, Mainz kommt zurück. Du bist davon überzeugt? Mit so einer Person, mit so positiver Ausstrahlung, ja. Die ist einfach begeisternd. Wir haben das in der großen Freiheit erlebt. Die Leute stehen auf den Stühlen, ja, weil es ist einfach hyper. Das so. Muss man. Und mega sympathisch, wie sie da rumtänzelt und auch wirklich ein bisschen auch mit den Fans kokettiert und sie quasi wirklich in ihrem Band zieht. Ne? Mega Macht sympathisch. Sie. Kleines Mädel. Wie groß ist die? 1,60 würde ich sagen, oder? Ja, und die ist 1,58. Guck mal, die hat mit. Ist aber mit trotzdem willst du ihr nicht in der Nacht begegnen, ich sag's dir. Nein, absolut nicht. Die ist ganz sauber. Die ist mit 11 hierher gekommen, hat mit 14 Jahren ihren Abschluss gemacht. Die spricht heute fließend Deutsch, lernt Englisch. Wird Fitnesstrainerin, also das ganze Paket ist
Mega. Schön, freut mich. Okay, Thomas ist begeistert. Und dann gibt es noch einen weiteren jungen Kämpfer, den wir euch auch mal ganz kurz vorstellen wollen, nämlich den Elvir. Kurz eben gerade angeschnitten. Wo kommt der her? Wo hast du den gefunden? Elvir Axel Schendro kommt aus dem Ex-Jugoslawien. Der wohnt jetzt in Oldenburg. Seine Frau ist die Marketingleiterin vom VfB Oldenburg. Oh, das ist eine absolut gute, saubere Familie. So, der bringt, ich sag mal, nicht nur dieses gute, offene Aussehen mit, sondern ist ein technisch starker Boxer, schlägt wie ein Pferd. Der hat uns noch gefehlt in unserer Sammlung. Und wir werden den... Also so ein Axel-Schulz-Typ? Nicht boxerisch, meine ich jetzt vom Auftreten. Wir sagen ja, Deutschland braucht einen neuen Axel, weil der Axel Schulz ist ja heute noch populär. Die Leute fallen ja auf der Straße um den Arm. Ja. Und der Elvir Axel Schendro hat eine ähnliche Art. Der ist also unheimlich positiv, unheimlich nett. Nur, dass er eben keine Fackelmann-Mütze hat, aber beim Schlagen fackelt er nicht. Und das macht dann vielleicht den Unterschied. Wir werden sehen. Kämpft er dann auch bald wieder? Ja, der soll auch in Kassel schon wieder kämpfen. In Kassel wieder, okay. Ja. Ja, Sebastiano muss sich zwar nicht von einem Traum trennen, aber dennoch finde ich das sehr bemerkenswert und sehr positiv, dass ein Boxer sagt, naja, Boxen ist nun mal irgendwann vorbei, da muss man auch was anderes machen. Richtig, ja. So wie du es im Ring gesagt hast, was dein nächster Kampf ist, ich muss studieren. So, du studierst Sozialarbeit, richtig? Richtig, soziale Arbeit, ja. Was heißt denn das, wenn man soziale Arbeit studiert? Was genau studiert man dann da? Ja, also eigentlich ist es so ähnlich wie ein Sozialpädagogikstudium. Nur es ist ein bisschen breiter gefächert. Also man kann auch mit alten Leuten arbeiten, mit Kindern, mit Leuten. Also mit unterschiedlichen Schwerpunkten quasi. Genau, die in sozialen Problemlagen sind. Und ich habe mich eher so auf Kinder und Jugendliche fokussiert. Passt ja auch zu dir, würde ich sagen. Ja, richtig. Also ich arbeite auch an Schulen für den Verein Boxschool. Da gebe ich gewaltpräventives Boxtraining bei für Olaf. Kinder. Richtig. Keine. An verschiedenen Schulen. Und das macht mir großen Spaß, weil ich da quasi mein Studium mit meinem Boxen verbinde. Und dementsprechend sehe ich mich irgendwann an einer Schule arbeiten, als Schulsozialarbeiter eigentlich. Ja. Finde ich gut. Ja. wenn man sagt, irgendwann, denkt man schon an Boxer auch darüber nach. Wie jung bist du jetzt? Ich bin 30. 30, so. Okay, du bist jetzt im Supermittelgewicht. Mhm. Okay, im Schwergewicht weiß ich, kannst du locker bis 40. Okay, es gibt immer, George Foreman hat bis 45 gekämpft. Okay, gibt es auch solche Beispiele. Setzt man sich da ein Limit? Also ein richtiges Limit setzt man sich nicht, aber es ist natürlich wichtig, dass man gesund bleibt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Es bringt nichts, wenn man irgendwie als kranker Mensch irgendwann in den Ring steigt, nur des Geldes wegen. Und das machen wir ja auch nicht. So, und dementsprechend, solange ich gesund bleibe, ist da immer die Möglichkeit, aber man braucht ein festes Standbein. Und das ist für mich dann der Job als Sozialarbeiter. Okay, also ohne Limit. The sky is the limit. Noch will er weiter kämpfen, finde ich auch gut so. Wie groß ist jetzt eigentlich das Team Boxen im Norden geworden? Wir haben 8 Boxer inzwischen unter Fördervertrag. Und eine Boxerin? Eine Boxerin. Ist sie inklusive oder exklusive gerade? Die ist 8 plus 1? Inklusive. Inklusive. 8 plus 1. Denkt ein Boxpromoter auch darüber mal nach, noch größer zu werden oder sich strukturiert anders aufzustellen? Nein, ganz im Gegenteil. Also da spielt ja auch die momentane Situation rein. Also die nennenswerten Promotoren in Deutschland sind alle dabei, ihre Teams zu verkleinern. Warum eigentlich? Ja, weil gibt's keine lukrativen Jobs? Nein, weil sie sich sagen, wenn ich ein gutes Event mache, dann brauche ich 6 gute Kämpfe. Wenn ich 4 eigene gute Boxer habe, 2 Kämpfe kommen von auswärts, aus vom Nachbarpromoter auch immer rein. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn und das hängt natürlich auch mit den Medien zusammen. Das ist ja alles eine Mediengesellschaft heute. Es spitzt sich alles zu auf bestimmte Spitzen, auf bestimmte Personen. Und das ist also schwierig, ich sag mal jetzt 16 Boxer unter Vertrag zu haben, die kennt ja dann auch kein Mensch. Mhm, weil die Medien es nicht mitmachen. Ja, die Medien machen es nicht mit, die wollen immer ihren haben. Mhm. Was mir auch leider in letzter Zeit immer mehr auffällt, ist Fernsehen. Ich meine, dieses Gespräch haben wir immer wieder. Ich hoffe ja immer, jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, dass sich vielleicht etwas Neues ergibt. Aber Fernsehen und Boxen ist gerade nicht so gut aufeinander zu sprechen, habe ich das Gefühl, weil das immer mehr abnimmt, kann das sein? Ja, es ist jetzt, oder kommt es nur so vor? Es ist jetzt ZDF einmal gelaufen, das zweite Mal hakt.
Der Kollege Steinfort macht es ja mit dem MDR. Das ist ein sehr sportfreundlicher Sender. Da sind ja auch die ganzen alten Sportredakteure vom NDR hingegangen. Hier in Hamburg ist ja mehr, muss ich leider sagen, mehr Elbphilharmonie, Tennis und Hockey. Dabei hatten wir eigentlich immer gute Bockställe in Hamburg. Ich meine, wir waren, glaube ich, der Größten in Deutschland eine Zeit lang, kann ich mich erinnern. Also ich sag's jetzt mal, mir nimmt das auch bundesweit keiner übel, weil wir eigentlich alle befreundet sind. Wir haben also keine Feinde. Wir haben in Hamburg EC-Boxing, wir haben Universum und wir haben Boxen im Norden. Das hat keine andere Stadt. So, das ist, eigentlich sind wir nach wie vor die Boxhauptstadt. Man hat es auch daran gesehen, jetzt letztes Wochenende gab es ja MDR, ARD, eine Einschaltquote von über 2 Millionen. Aber da haben wir im Wesentlichen einen Hamburger Boxer geboxt. Mhm. Also, okay, dann stelle ich jetzt eine kritische Frage. Brauchen wir uns nicht verstecken. Sind unsere Promoter nicht fähig genug, sich zu verkaufen? Immer wenn du sagst, das sind eh alles Hamburger und die übertragen das, 2 Millionen Zuschauer, dann machen wir doch irgendwas falsch, oder nicht? Die geben sich alle ganz viel Mühe. Jetzt sage ich mal, Box im Norden gibt es jetzt seit 5 Jahren. Wir werden ja dann unser Jubiläum nach 6 Jahren feiern. Wir haben uns in dieser Zeit, und das sage ich mit hanseatischem Understatement, mit den meisten Veranstaltungen und auch kumuliert dadurch mit den höchsten Zuschauerzahlen einen eigenen Namen gemacht. So, andere geben sich auch große Mühe. Der Kollege Zeilan hat ganz offen gesagt, er veranstaltet in dieser Situation im Moment nicht in Deutschland. Er schickt die Boxer ins Ausland. Auch das kann man nachvollziehen. Das kostet ja auch alles Geld. So, und Ismail Ösen mit Universum, die geben sich auch große Mühe, aber das ist halt nicht leicht durchzukommen. Wer noch erwähnenswert ist, also aus meiner Sicht ganz erwähnenswert, das ist der Kollege Volkmann mit Argon Sports in Berlin. Mhm. Ne? Die machen eine sehr, sehr gute Arbeit und haben ja auch die erste Veranstaltung wieder gemacht in den Filmstudios da, quasi ohne Zuschauer, wo wir auch waren. Da hat ja unser Alex Pavlov um die deutsche Meisterschaft geboxt und ganz, ganz knapp verloren, war auch in Ordnung so. Und also, dass die Promoter nicht gut arbeiten, ich denke, das kann man nicht sagen. Geben sich viel Mühe. Das hören wir gerne. Dann hoffen wir auf vielleicht bessere Zeiten. Ist ja so meine Hoffnung, weil ich finde es schon ein bisschen traurig, weil ich immer das Gefühl habe, alles hier passiert in unserem Zuhause, aber draußen nicht sichtbar. Das finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Aber wird sich noch ändern. Wird sich noch ändern. Wir sind guter Dinge und geben nicht auf. Das Thema am heutigen Abend ist weiterhin Boxen im Norden. Gemeinsam mit Thomas Nissen und Sebastiano Lucito. Die Sicilian Stallion. Ja. Wenn schon, denn schon. Da muss man auch richtig sorgen. Nie? Sag mal, wer hat dir den Namen eigentlich verpasst? Das war eigentlich eher so, als ich ja als Amateur geboxt habe, haben die immer Italian Stallion zu mir gesagt, von den Rocky-Filmen. Ah, okay. Und dann habe ich irgendwann überlegt, so, als ich dann zu den Profis gegangen bin, ich brauche einen Namen, aber nicht den, den jeder italienische Boxer nimmt. Weil alle nehmen diese? Ja, viele. Echt? Ne? Gerade die, genau die so wie mit dem Song, ne? Cristiano hat gesagt, er soll sich dann Sizilien nennen. Aha. Und dann Sicilian Stallion und ja, den Namen habe ich jetzt und... Oh. Weil du bist ja auch original Sizilianer, ne? Ist ja so, ne? Ja, also meine Eltern, ne? Ich also bin hier geboren. Du bist ja hier geboren, genau. In Eppendorf geboren und... Ich habe immer schon in Eppendorf gelebt, also ja. Wie oft bist du im Urlaub auf Sizilien? Normalerweise gehe ich einmal im Jahr für 1 bis 2 Wochen nach Sizilien. Dieses Jahr ist es ausgefallen, wir kennen die Gründe, aber ich freue mich, wenn ich das nächste Mal wieder da bin. Ist es noch die Insel der Mafiosis? Das ist auf jeden Fall eine schöne Insel mit gutem Essen, was gutem Wetter. Was sagt man doch immer, sizilianische und, Mafia, keine ja. Ahnung. Ich habe zu viel Pate geguckt, was soll ich da machen? Nein, also ich weiß davon nichts. Das ist die beste Antwort eigentlich. Ne? Das war eine mega Antwort gerade. Das war sehr gut. Das war politisch korrekt gerade. Wie? Was? Mafia? Nö, nicht bei uns. Sagt auch seine gesamte Fangemeinde, die 150 Italiener, die immer kommen. Ey, du hast das immer so viele Menschen dabei. Das ist mega unglaublich. Ich glaube, du hast definitiv mit die größte Crowd immer dabei. Und warte mal. Wenn ich Richtung Ausgang gucke, sind sie immer rechts oben. Da weiß ich noch. Von da oben schreien sie immer runter. Ist das eigentlich immer Familie und Freunde? Das sind Familie auch, aber auch sehr, sehr viele Freunde und Leute, die mich seit langem kennen. Und das baut mich richtig auf. Also wenn ich zu Hause boxe und die sind laut, also die sind echt laut. Und ich vermisse das auch.
Also ich vermisse das, dieses Gefühl da zu Hause zu boxen mit den Leuten, mit der Familie sozusagen. Also ich nenne auch alle da Familie. La Familia. La Familia. Und ich bin auch so einer, ich das wäre... Das hast du jetzt aber gesagt. Du weißt, La Familia und so ist schon ein bisschen... Immer im Positiven. Oder? Aber ich bin so einer, ich wehre mich auch dagegen zu sagen, meine Fans, weil das sind nicht meine Fans, das sind alles meine Freunde. Also wer für mich klatscht, ist mein Freund so. Oder meine Freundin. Ja. Und wer ist der Pate? Mein Vater. Ich will jetzt nicht so hinzeigen. No. No, no, no. Den Schuh zieht sich hier, glaube ich, keiner an heute. So, nee. Ich dachte, ich frage mich, ich bin so frech und frage einfach. Aber weißt du, was auch immer schön? Ich liebe italienische Küche. Ja. Lecker, yummy, yummy, lecker. Wie ernährt sich ein Sportler eigentlich, wenn bei italienischer Küche, bei so viel Pasta, Pizza und bei so einem deftigen Essen? Ja, also ich schaffe das ganz gut. Also ich esse viel Gemüse, viel Obst. Aber du verzichtest schon bewusst ein bisschen auf die sizilianische Küche, oder? Ich verzichte schon drauf, aber ab und an kann man auch mal eine Nudel essen. Das ist also eine Nudel. Eine Nudel, ja. Finde ich gut. Ja, ein bisschen was muss man sich auch mal gönnen. Kochst du oder lässt du dich bekochen? Beides. Wohnst du noch bei Familie? Im Moment ja. Das ist jetzt aber auch ein sehr italienisches Klischee, ne? Mit 30 ja, noch zu Hause. Ja, aber es ist wegen dem Studium, ne? Und ich nehme dich doch nur auf den Arm. Okay. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben im Funkeck gesessen und gesagt, komm, mach das Studium zu Ende. Finde ich auch gut so. Ne? Ja. Außerdem seid ihr gar nicht mehr die Schlimmsten. Ich habe nämlich letztens eine Statistik gelesen. Italienische Männer sind jetzt auf Platz 3 oder 4. Ich habe das erste Land vergessen, ehrlich gesagt. Ein komplett anderes Land, von dem ich nicht erwartet habe. Da sind die Männer meistens bei Hotel Mami zu Hause. Ihr habt den Thron schon längst verloren. Irgendjemand anderer führt. Aber die Türken sind es auch nicht. Wobei bei uns das ja auch sehr häufig vorkommt. Wir haben uns gerade mal über Küchen unterhalten. So Favorite Kochkünste, Restaurants, wo wir gerne mal essen gehen. Hat sich auf jeden Fall ein bisschen herauskristallisiert. Wir sind alles Mittelmeer-Fans hier. Ja, egal, von Portugal über Spanien, Griechenland, Italien, Griechenland, Türkei. Leckere Küche. Ja. Das Problem ist... genau, immer auch den hier. Ist schwer. Ich habe aufgrund meiner gesundheitlichen Situation, habe ich nach meiner letzten Runde bei meinen Eltern, vielen Dank nochmal für die Beherbergung zu Hause. Weißt du, was das Schlimme war? Morgens hat mir mein Vater Frühstück gemacht, abends hat meine Mutter Abendessen gemacht. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass ich nach 7 Tagen, deshalb habe ich schwarz an, damit mein Kaschier nicht auffällt. Aber das ist immer so lecker und du sitzt dann davor, du riechst das, sag mal nein. Das geht nicht. Und das ist, alleine das ist der Grund, warum ich niemals Boxer werden könnte. Außer im Schwergewicht, aber da musst du Schwergewicht. Ja, aber da muss aber auch, da, obwohl ja, das geht ja noch. Sein, ein bisschen. Dennis Lewandowski. Ja, zum Beispiel. Ja. Weißt du aber, was ich nicht mag? Ich hoffe, jetzt fühlen sich einige Boxer nicht angegriffen von mir. Ich finde, ich weiß es nicht, ich mag, vielleicht habe ich immer noch dieses Mike Tyson-Ding vor Augen oder Henry Maske. Ich finde, Schwergewicht muss auch durchtrainiert sein. Es kommt manchmal gegen Schwergewicht in den Ring. Entschuldigung. Stehen da rum und... Darf ich das sagen? Ja. Warum? Nur weil sie Schwergewicht und einen guten Wumms haben, oder wie? Reicht das? Wir haben deshalb im Wesentlichen Mittelgewicht, Supermittel, größer, halbschwer. So. Weil das vermisse ich bei den Schwergewichtern, weißt du? Ja, die bewegen dass sie auch sich, trainiert sind. Bewegen dass sie, sich kaum, ja. Genau. So, und dann sehe ich manchmal Boxer, die richtig so athletisch sind im Schwergewicht. Gibt es leider nicht mehr viele. Ist Realität. Und danach sehe ich so manche, wo die in den Ring steigen und ich sage so, ey, keine Essdisziplin oder nicht. Ich meine, ich will da niemandem zu nahe treten, aber das fehlt mir ein bisschen. Das Problem ist, das deutsche Schwergewicht ist personell so dünn besetzt, wie schon lange dass nicht sich mehr. Auch da die Untrainierten halten können. Ja. So, das ist in den USA und England natürlich ganz anders, aber hier nicht. So, und deshalb, man sagt immer Königsklasse Schwergewicht. Genau. Macht ja so sein, für uns ist die Königsklasse Mittelgewicht und Supermittel. Weil da ist Bewegung drin, genau. Das ist rasant, das ist was fürs Auge, da kannst du mitgehen, da ist Tempo drin. So, und ein Superband haben bei Frauen ist natürlich noch was ganz anderes. Mhm, klar. Das ist, aber ich glaube, das ist das, was die Zuschauer am meisten in den Band zieht, ist die Schnelligkeit. Ja. Und die hast du leider nicht mehr. Ich finde, dass die Schwergewichtler früher es hatten, in meinen Augen. Ja. Die waren schnell, die waren athletisch und das fehlt mir heute. Deshalb mag ich ehrlich gesagt auch eher deine Klasse. Cruiser geht noch, finde ich. Ja. Ja, und dann die Leichten, weil da muss ja flink sein.
Da jumpst du aber wirklich im Ring. Das ist der Unterschied vom Cruiser zum Schwergewicht, dass der Cruiser sich noch bewegt. Deshalb haben wir auch den Axel reingenommen jetzt. Mhm. Cruiser heißt bis 90 Kilo. 90 ist absolute Grenze, ne? Oder so, ja. Und dann ist man schon Schwergewicht. Danach ist man Schwergewicht von 90,2 bis... No limit. In Russland gibt es noch Supermittel, aber wie gesagt, hier hat ja Dennis Lewandowski mit 171, ich hätte es als Ringarzt nie zugelassen. Mit 171 was? Kilo. Echt jetzt? Wiegt der 171? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wusste, okay, dreistellig, aber 171? Ja, das ist natürlich für einen jungen Menschen, aber das gehört hier nicht. Nein, natürlich nicht. Dürfen wir uns jetzt trotzdem auf Boxen zumindest ein bisschen mental freuen? Nächstes Jahr, 2. Mai? Doch, doch. Also das Datum steht schon als erstmal fest, aber immer seid noch dabei am 2. Mai mit Sebi und Fai. Fai, genau. So, reimt sich so sogar. Das heißt, ihr könnt euch den 2. Mai, weil im Moment, den zu notieren bringt ja nichts. Ist ja immer noch ausverkauft. Ja, das ist die Karten sind noch, die Karten haben, ist auch noch gültig. Das ist seit Frühjahr ausverkauft. Genau. Das Problem ist ja auch, wenn die jetzt alle kommen würden, ich müsste ja sagen, du darfst. Ihr 5 nicht, du darfst wieder, das geht ja technisch nicht. So gesehen sind wir ausverkauft mit der größten Zuschauerzahl, aber können es leider nicht umsetzen und wir werden die Veranstaltung auch nicht woanders machen, weil dann ist sie nicht dasselbe. Richtig. Ne, die ist laut, eng, voll, Live Music, das muss so sein. Und ja, wir werden mit Sicherheit noch irgendwo so 60 Tickets unterbringen, wenn es dann soweit ist, aber schauen wir mal. Okay, also notiert euch nichtsdestotrotz den 2. Mai schon mal im Kalender. Liebe Freunde, ich gehe mal davon aus, wie immer, um 16 Uhr geht es wahrscheinlich ungefähr los. Ne? Türen auf 16 Uhr, Kampf 17 Uhr. Pünktlich. Und ich bin dann hoffentlich auch wieder bis dahin so fit, dass ich auch im Ring stehen darf. Freue mich jetzt schon drauf. Das heißt für dich, bis Mai dann auch Pause oder willst du zwischendurch trotzdem noch mal kämpfen, auch wegen dem Studium jetzt? Also erstmal ist wirklich für mich wichtig, das Studium zu beenden. Da brauche ich mindestens 3 Monate für. Mhm. Hast du ja genug Zeit bis Mai, siehst du? So, und dann natürlich trainiere ich immer ein bisschen nebenbei, weil es mir, hatte ich auch schon mal gesagt, mir einfach besser geht, wenn ich ein bisschen mich bewege. Und dann setzen wir uns nochmal zusammen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also erstmal Studium und dann geht's wieder. Okay, erstmal Studium, dann vielleicht hoffentlich am 2. Mai Titelverteidigung, vielleicht. Und wann darf ein... Er fängt im März wieder an. Sag nicht, du willst ihn in den Weltmeister-Ding schicken. Und für den Mai haben wir einen großen internationalen Titel für ihn vor. Der hat jetzt 21 Profikämpfe. Weil der international 20, große Titel heißt, 21 da muss es ja Weltmeister sein, 20, ich meine rein von der Logik. 20 gewonnen, also der ist fällig. Noch lachst du. Er ist fällig. Du bist fällig, hast du gehört? Oh, je, je. Also 21 Kämpfe, 20 Siege und nur eine Niederlage. Ist schon mal eine sehr, sehr gute Bilanz, finde ich. Und das heißt, so wie ich das gerade durch die Blume verstehe, heißt das für Thomas, wahrscheinlich musst du deinen Kopf hinhalten für einen großen Titel. Und ich behaupte mal, noch eine internationale deutsche Meisterschaft gibt es ja nur noch entweder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Es gibt ja nur noch 2 Kategorien. Oder na, es gibt auch die Europameisterschaft, aber es gibt auch einen Präsidenten eines großen Weltverbandes, der angekündigt hat, er will nach Hamburg kommen. Mit mir will er ein Bier trinken und ihn will er boxen sehen. Was soll ich machen? Das bin ich neugierig. Wer ist denn das? Darfst du nicht sagen. Nein, das darf ich nicht sagen. Du bist doch gemein, warum erzählst du es dann? Es ist ein seriöser Weltverband und es ist kein Drogenhändler. Und das ist entscheidend. Oh, was habe ich jetzt? Wollte ich auch gerade sagen. Wo sind wir? Die Sendung ist alles vorbei. Klar, vielen Dank für die Sendung. Schön, dass ihr dabei wart. Liebe Freunde, vielen Dank an Thomas Nissen und Sebastiano Lucito. Bevor wir uns mit dem Thema Drogen und Mafia um Kopf und Kragen reden, sagen wir am besten tschüss. Euch daheim ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Das ist mein größter Ciao. Wunsch. Und wir sehen uns nächste Woche Samstag in alter und neuer Frische. Bis dann. Ciao.